Jo Leute, es geht wieder los zum zweiten Tag, ne, zum Samstag. Eigentlich ist es ja schon vierte Tag, aber für mich der zweite. Ja, ich nehme euch heute wieder mit. Heute wird es vielleicht ein kleines bisschen anders als wie normal, weil ich mich vielleicht in ein paar anderen Hallen auch mal ganz kurz rumtreiben werde. Aber nichtsdestotrotz, die meiste Zeit wäre ich dann schon in Halle 3 und 3.1 mich rumtreiben. Und ja, aber mal zwischendurch können wir vielleicht auch mal in eine andere Halle schauen. Ihr werdet sehen. Viel Spaß! Ja, servus Leute, ich bin angekommen auf der Frankfurter Buchmesse Samstag. Ja, und hinter mir habe ich gleich hier im Hof etwas ganz Wichtiges entdeckt, nämlich ja, der Stand von Amnesty International scheint es zu sein. Und hier die allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte, eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Ist so. Ja Leute, und wo soll ich auch anders anfangen als wie beim Sternensand Verlag? Und falls ihr es noch nicht wisst, die Maya Shepherd hat den Scotts Award gewonnen. Richtig coole Preis. Ja, und da haben wir sie auch schon. Gratuliere zum Sieg. Ja, denn der Scouts Award, den gewinnt man nicht einfach so. Ne? Also da gehört schon was dazu und die Bücher von mir sind ja auch richtig, richtig geil. Ja, und hier haben wir die Bücher von der lieben Fanny Becher ausliegen. Und hier gleich die Autorin wieder mit dazu. Hi! Und hier, die Bücher kennt er sicher schon, aber Countdown to Noah hat sie auch geschrieben. Ne? Um was geht's denn da? Countdown to Noah ist eine Dystopie und ja, es wird immer so ein bisschen mit The Walking Dead verglichen, obwohl meine Wesen, meine Noahs mit diesen Zombies eigentlich gar nicht so viel gemeinsam haben. Meine Noahs, die sind stark, die sind wild, die sind intelligent, die sind ein bisschen sexy. Das Einzige, was sie mit normalen Zombies gemeinsam haben, ist, dass sie gerne Menschenfleisch essen. Und in dem Buch, das fängt eigentlich da an, wo andere Zombie-Dystopien gar nicht erst hinwollen, nämlich, dass sich die Protagonistin mit dem Virus infiziert. Und es steht ganz klar fest, sie hat noch 30 Tage Zeit, ehe sie sich verwandelt und versucht jetzt nur noch ihre kleine Schwester unterzubringen. Und man begleitet Cassidy eben auf ihrem Weg, während sie sich in einen Noah verwandelt. Und kriegt dann auch immer mal etwas aus der Noah-Perspektive mit, also eine ganz, ganz spannende Geschichte. Cool. Danke. Ich danke dir. Ja, ich glaube, das ist auch ein, ja, das sind also zwei Teile. Ne? Ja, genau. Die wandern wahrscheinlich auch mit zu mir nach Hause. Ja, bestimmt sogar. Ja. Und wie ihr hinter mir vielleicht sehen könnt, ich ziehe mal ein bisschen auf, hier am Sternensand Verlag, da ist schon wieder richtig die Hölle los. Gut, es ist heute Samstag, heute ist mehr öffentlicher Publikumsverkehr natürlich. Aber freut mich ungemein, dass hier am Sternensand Verlag so viele Leute sind und sich die tollen Bücher anschauen. Aber es ist natürlich auch wieder toll, wenn du hier an der Frankfurter Buchmesse an einen Stand kommst, an dem deine Autoren, deine Lieblingsbücher gleich da sind, präsent sind und dir eben die Bücher gleich signieren können. Das ist halt immer richtig cool. Da kann man sich auch immer gleich noch ein bisschen bequatschen, ein bisschen austauschen über die Bücher. Und das macht natürlich schon so einen eigenen Flair aus. Thank you.
Leute, ich bin jetzt gerade ins Kongresszentrum, zum Saal Harmony heißt er. Denn da findet so eine wunderschöne Unterhaltung, glaube ich, und zwar von der von der Lisa Nemp, oder? Die kennt ihr vielleicht von Fridays for Future. Die hat ein Buch geschrieben und ja, die hat hier im Kongresszentrum im Saal Harmony so eine kleine Debatte, glaube ich, oder irgendwie so, mit einem Ministerpräsidenten. Mir fällt gerade zwar nicht genau, ganz genau ein, mit welchem, aber es ist auf jeden Fall irgendein Ministerpräsident hier. Ja. Und da gucken wir doch mal jetzt rein. Ja, jetzt haben wir uns mal hier gemütlich gemacht. Und ja, warten wir mal ab, was das hier so wird. Fängt dann in ein paar Minuten an. Ihr werdet sehen. Guten Morgen, liebes Publikum. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie herzlich im Namen der Buchmesse und des Spiegel. Mein Name ist Annette Bruns. Ich bin Redakteurin beim Spiegel und bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Auch in diesem Sommer hat der Klimawandel Geschichte geschrieben. Traurige Geschichte. Die Isländer haben ihren ersten Gletscher beerdigt. Im August. Auf der Tafel der zukünftigen Generationen an diesen Gletscher erinnern soll, steht: In den nächsten 200 Jahren wird erwartet, dass alle unsere Gletscher ihm folgen werden. Dieses Mahnmal gilt als eine Erinnerung, dass wir wissen, was passiert und was gemacht werden muss. Nur ihr wisst, ihr zukünftigen Leser, ob wir es geschafft haben. Schaffen wir es? Bei uns sind heute zwei Gäste, die sich diesem Thema tagtäglich stellen müssen. Der eine, weil er Politiker ist, und die andere, weil sie Klimaaktivistin ist. Der Politiker stammt aus Aachen, ist stellvertretender Vorsitzender der CDU Deutschland und seit 2017 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, des Landes, was aus der Kohle aussteigen will. Und meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir herzlich Armin Laschet. Bitte schön. Die Klimaaktivistin stammt aus Hamburg, studiert Geografie in Göttingen und ist Fridays for Future Aktivistin der ersten Stunde. Sie hat zur Buchmesse auch ein Buch vorgelegt, zusammen mit Alexander Repening. Es heißt Vom Ende der Klimakrise. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir herzlich Luisa Neubauer. Herr Ministerpräsident, Ihre Staatskanzlei bat mich vorab, Fragen zu schicken, damit Sie sich vorbereiten können. Freundlicherweise hat Ihr Haus sich dann auf ein Experiment eingelassen. Ich möchte heute ein offenes Gespräch, ein spontanes Gespräch zwischen Ihnen beiden ermöglichen. Und da gute Gespräche mit Fragen beginnen, gibt es etwas, was Sie von Luisa Neubauer wissen möchten? Können Sie das erklären, Frau Neubauer, warum das so schwer ist mit jemandem wie Armin Laschet, der dann ein Dieb Ihrer Zukunft ist, richtig, zu sprechen? Ja, spannend. Ja, tatsächlich ist dieses Gespräch das allererste, das ich jemals geführt habe in den letzten 10 Monaten, wo mich davor wirklich, also mehrere Menschen und Organisationen und Bündnisse angerufen haben und die gesagt haben, Luisa, mach das nicht. Setz dich nicht auf so eine Bühne, für dieses Gespräch nicht, weil ganz klar ist, dass so viel in diesem Raum steht, der Elefant gigantisch ist und Menschen regelrecht, ich weiß nicht, so was wie Panik bekommen haben bei dem Gedanken, dass man sich auf ein Gespräch einlässt mit jemandem wie ihn, also ganz konkret mit ihm, der gerade im Kontext des Hambacher Waldes, aber auch grundsätzlich in der Frage von solidarischem Klimaschutz anscheinend eine Linie vertritt, die sich weit weg von den Lebensrealitäten und den Bedürfnissen der Menschen und eben auch der Umwelt orientiert.
Und es hat mir sehr zu denken gemacht. Ich habe mich gefragt, okay, was mache ich hier? Stelle ich mich jetzt gerade gegen meine aktivistischen Freundinnen und Freunde? Und wir haben uns darauf geeinigt oder darauf verständigt, dass wir uns davor viel austauschen und ich mir ganz, ganz viel anhöre, was da im Raum steht. Aber ich fand es bemerkenswert und ich habe mich gefragt, an welcher Stelle es dazu gekommen ist, dass Menschen einen solchen Groll gegen sie und ihre Politik hegen, der scheinbar unüberwindbar scheint und auch durch Gespräche anscheinend nicht mehr aufzulösen ist, in der Wahrnehmung von vielen. Wussten Sie das, Herr Laschet? Nein, ich bin ja auch viel im Land unterwegs und sehe das auch nicht so. Der Kohleausstieg im Januar, da hat ja von Fridays for Future, meine ich, überhaupt keine positive Reaktion drauf gegeben, obwohl das, ich bin jetzt auch ein paar Jahre älter, tatsächlich historisch war, dass Deutschland sich wirklich zu einem Kohleausstieg durchringt. Ich glaube, das war auch ein Ring, nicht wahr? Haben Sie sich da überhaupt gefreut oder ist das für Sie so zu wenig, dass man das gar nicht sehr erreicht hat? Gut. Naja, also ich habe das Gefühl, man vergisst so schnell die Verhältnismäßigkeiten, in denen wir sind. Das wirkt vielleicht für Menschen, die das Gefühl hatten, ja, wir sind ein Leben lang an die Kohle gekettet und das ist irgendwie so eine selbstständige Dynamik, die wir nicht aufhalten können und da sind wir jetzt irgendwie dran und dann wirkt es natürlich historisch und bedeutsam zu sagen, Mensch, wir schieben deinen Riegel vor. Ich denke eher so, ja, wir brauchen Energie für die Menschen und für die Umwelten, von denen wir abhängen. Und wenn die Energieversorgung das nicht mehr gewährleisten kann, dann müssen wir sie verändern. Also das ist ja im Endeffekt eine rationale Entscheidung zu sagen, die Zeiten verändern sich, Kohle ist ein Energieträger des 20. Jahrhunderts. Wir sind notwendigerweise auch, weil das Klima uns gerade erklärt, wie viel Mist wir gebaut haben, an einem anderen Punkt mittlerweile. Ich finde, das ist eine rationale Entscheidung, dann zu sagen, okay, wir verändern Energieversorgungssysteme in der Art und Weise, dass sie noch immer für die Menschen, für die Umwelt, für die Ökosysteme funktionieren können und nicht gegen uns wirken, wo wir doch diese Systeme erstmals ins Leben gerufen haben, in den Raum gesetzt haben. Das kann man jetzt irgendwie zelebrieren als was Einzigartiges. Ich fände es fatal, das in der Art und Weise wahrzunehmen, weil es einfach eine logische politische Entscheidung ist. Das Problem ist halt mit dem Kohleausstieg 2038, dass sich das in einer Logik von Machtkonstellation innerhalb der Kohlebranche verliert, losgelöst von der eigentlichen Frage, und die ist halt, wie Deutschland Paris einhalten kann, wie wir es gewährleisten können, als Teil einer internationalen Gemeinschaft Ziele einzuhalten. Und wenn das nicht zusammenpasst, stellt sich halt die Frage, was das noch für ein Erfolg ist, wenn das große Ganze aus den Augen verliert wird. Und hinzu kommt noch... Also, man hätte seit 30 Jahren viel machen müssen, hat man nicht gemacht. Und ich sehe gerade die große Gefahr, dass jeder Zentimeter, der vorangegangen wird, irgendwie mit so einer Erwartungshaltung einherkommt, dass es jetzt der große Erfolg ist. Sorry Leute, das ist ein anstrengendes Jahrhundert, es wird total mühsam. Und da muss man sich auch keine Illusionen machen. Und natürlich ist alles hart umkämpft und ich will nicht, also ich war ja auch in der Kohlekommission kurz und habe gesprochen, aber klar, das kann man schönreden, das kann man vereinfachen, das ist immer eigentlich, das ist nur mal Politik, aber das ist halt die Herausforderung, die Zeit an uns stellt. Wer als Politiker oder Politikerin, wer als Firmenchef oder Entscheidungsträgerin in diesem Land darauf keinen Bock hat, sich mit diesen Themen zu befassen, dann macht es nicht, aber dann lasst es andere machen, weil da steht gerade unweigerlich auf der Liste von Leuten, die da machen. Ja Leute, ich war jetzt gerade bei Luisa Neubauer und der Podiumsdiskussion mit dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, glaube ich, mit dem Laschek, genau. Ja, das war sehr interessant. Ich werde es wahrscheinlich als Extra-Video hochladen, weil das war dreiviertel Stunde oder so. Dementsprechend gibt es hier vielleicht bloß ein paar Ausschnitte oder so, Highlights. Ja, und jetzt stehe ich hier in der Schlange. So, und lass das Buch mal signieren. Jo Leute, ist schneller gegangen, als ich gedacht habe. Die Schlange hat sich ganz schön schnell vorwärts bewegt. Hier sind noch ganz wenige vor mir. Und jetzt grabe ich mal.
Ja. Vom Ende der Klimakrise. Wenn es nur schon so weit wäre, ne? Es wird noch ein harter Weg. Aber wenn es nach den Politikern geht, sind wir immer reell. Realisten, wir sind eigentlich schon am Arsch. Ja. Ja, ist nicht immer leicht. Ich fand auch die Moderatoren hat das irgendwie super gemacht, dass sie, also weiß ich, dass sie sich halt auch nicht von abbringen lassen, aber irgendwie auch flexibel waren. Ich fand, das war irgendwie eine ganz und es kann ganz schrecklich sein, wenn die Moderation das nicht passt oder das Publikum gelandet ist oder sowas, dann kann sowas auch total. Hallo. Oh. Für wen unterschreibe ich das? Ich bin Gerd. Gerd, okay. Vom YouTube-Kanal Gerd Pieger. Klar, ist ja weg. Ja, kennt man. Muss ich mal angucken. So, unter die Booktuber kennt man das. Wirklich? Also, ja, schon. Wir sind so eine eingeschworene Gemeinschaft. Es geht einfacher, warte. Also, so, der Anna drückt in seine Freunde als so grünversüften Aktivisten. Coole Shirt. Ja. Safe oder was? Ja, muss. Mein nächster Weg geht zum kurdischen. Ah, wie schön, das ist doch auch hier im Haus, ne? Ja. Ja, eigentlich irgendwie wird 103 oder irgendwas. Cool, ja. Okay, hat eine gute Zeit. Ja, danke dir. Und, ja, nochmal danke überhaupt für ja, die ganze Aktion, die ihr macht und so. Richtig. Danke. Ciao. Ja, Leute, das musste auch mal gesagt werden. War fast ein bisschen nervös gerade. Ja. Ja, cool. Und ich finde es Hammer, dass du Luisa Neubauer dieses T-Shirt erkannt hat. Das zeigt mir, ehrlich gesagt, sagt mir. Ja. Sagt, glaube ich, mehr über die Frau aus, als überhaupt irgendwas, dass sie dieses T-Shirt erkannt hat, denn da geht es nun mal um die Kurden und um Rojava. Und das finde ich jetzt krass, ehrlich gesagt. Hammer. Falls du das einmal mal siehst, Luisa, danke. So, ich bin jetzt gerade in der Halle 5.1 und mich interessiert, ihr seht vielleicht mein T-Shirt, Free Rojava. Das ist die Region in Nordsyrien, die gerade von der Türkei angegriffen wird. Und ich dachte, ich schaue mich hier mal um. Denn hier gibt es nämlich auch einen kurdischen Stand und der wird mich ehrlich gesagt interessieren. Das ist, glaube ich, hier, C141. So. Und das ist zwar die
glaube ich, der Autor ist aus der sich selbst regierenden Provinz im Norden des Iraks. Das ist diese freie Zone, in der die Kurden sich selbst regieren, was auch gut ist. So. Aber nichtsdestotrotz ist es, die Kurden sind ja ein Volk, ob die nun im Nordirak, im Iran, in der Türkei oder in Syrien leben oder in Deutschland, das spielt ja keine Rolle. Leute, falls ihr diese Flagge nicht kennen solltet, das ist tatsächlich die kurdische Flagge. Das kurdische Volk hier auch einen Stand auf der Frankfurter Buchmesse hat. Sehr wichtig. Bildung ist sehr, sehr wichtig. Die wird tatsächlich in Kurdistan sehr groß geschrieben. Und auch in, zum Beispiel in Rajava wurden jetzt ganz viele Schulen gebaut und errichtet. Und vor allem auch ganz wichtig, die Bildung der Frauen in der kurdischen Gesellschaft. Das wird ja auch sehr hoch geschrieben. Und das kurdische Volk ist ein wichtiges Volk, das eben die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gerade in diesen Regionen vorantreibt. Und das finde ich ist ganz außergewöhnliche Sache, gerade wie gesagt in diesen Regionen. Ja, und hier im Hof, da können wir wieder ganz viele Cosplays bewundern. Zwar nicht so viel wie jetzt in Leipzig, aber trotzdem. Ich bin hier beim Silent Gold und Gedankenreich Verlagsstand und die haben hier einigen Self-Publishern, unter anderem Mary Kronos, die diese Bücher hier, beziehungsweise das hier ist Mary Kronos, mit ihren Büchern, mit Navisur. Und ja, sie erzählt jetzt mal ganz kurz ein bisschen von ihren Büchern und um was da so geht und warum es da vor allem zwei unterschiedliche Bücher dazu gibt. Hallo, ich darf jetzt was erzählen. Ich bin gespannt, wie das wird. In Navisur, da geht es um eine fremde Welt voller Elementarmagie. Eine Welt, in die man kommt, nachdem
von meinen Vampiren in Paris begegne, denn ich mische High Fantasy mit Urban Fantasy und schicke Urban Fantasy Figuren wie Vampire in eine Welt, in der es solche netten Gesellen hier gibt, Drachen und ähnliche Wesen, und in denen meine Vampire ganz schnell merken, dass sie eben doch nicht die Kings sind und dass es jede Menge gibt, die was stärker, größer und gefährlicher ist als sie. Und vor allem jede Menge Magie. Und weil das noch nicht spannend genug ist, habe ich mir noch was Besonderes für meine Geschichten ausgedacht. Es gibt sie nämlich in zwei Perspektiven. Das heißt, ihr als Leser könnt wählen, ob ihr Daryl oder Kara in diese neue Welt folgt oder ob ihr das mit beiden macht. Und dann könnt ihr den jeweiligen Band komplett haben. Das ist das Besondere an meinen Geschichten. Und das gibt ihm eine kleine Special-Note. Wenn ihr Daryl folgt, dann habt ihr eher Spannung und Prickeln und immer ein bisschen Krimi mit dabei. Und wenn ihr Kara folgt in diese Welt, dann habt ihr ein großes Familiengeheimnis, Magie und Freundschaft im Vordergrund. Also, ihr müsst beide ausprobieren und entscheiden, was für euch das Richtige ist. Viel Spaß dabei! Und ja, ich habe mir die ersten beiden Teile ja schon geholt und ja, ich bin sehr gespannt und lese das dann aus beiden Perspektiven. Ja, ihr werdet sehen, und, ja, wenn ich es gelesen habe. Ja. Danke schön. Nach dem kleinen Interview mal bin ich jetzt mal wieder beim Sternensand Verlag gelandet, weil das war ja gleich in der Nähe. Beziehungsweise mich bringt der Weg immer wieder zum Sternensand Verlag. Keine Ahnung. Ich sehe gerade, so, die Regale werden immer leichter beladen, weil offensichtlich gehen die Bücher weg wie warme Semmeln, wie man schon so schön sagt. Frau Pfeiffer hat gerade ihre Signierstunde, wie ich sehe, und die macht auch ein kleines bisschen Cosplay. Das will ich euch nicht vorenthalten. Das sieht nämlich auch ganz, ganz hübsch aus, das Cosplay. Was magst du denn hier als Cosplay? Ich bin Persephone. Ach. Ja. Okay. Aus Götterherz. Ja, ja. Das ist cool. Und wenn er nicht wisst, wer Persephone ist, dann müsst ihr mal in Götterherz reinschauen. Ne? Dann checkt er schon. Ist schon natürlich eine Göttin aus der griechischen Mythologie, ne? Aber eben auch eine Figur aus Götterherz. Ne? Ja, Leute, ich bin mal wieder im Hof. Und zwar an der Rolltreppe, an der Außenrolltreppe. Das soll nämlich jetzt gleich, oder findet jetzt schon, das Booktuber-Treffen, Blogger-Treffen, wie auch immer, soll da jetzt stattfinden. Ich bin mal gespannt, wer überhaupt da ist. Ja. Servus. Ich habe eben schon gedacht, ich kann man ja nicht übersehen. Du ja, bist so groß. Aber hier bei der Menge an Leute. Das ist echt verrückt. Ja, das stimmt. Ganz schöner Haufen Leute hier. Also, die Hauptsache. Alles andere ist Beiwerk. Das ist echt. Wahnsinn, kennen wir das nicht? Yay! Yay! Ja! Wie viele Leute das hier sind? Ja! Super, danke schön. Ist das geworden? Ich hoffe. Das Cast. Ja, hier ist ganz schön viel los.
und wo ich mich heute auch ganz sehr drüber gefreut habe, die Antonia hier von Tony Pure mal zu treffen. Die hat einen wahnsinnig tollen Kanal. Und da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, falls ihr, aber ihr kennt sie bestimmt sowieso. Von dem her, ja. Ich bin jetzt gerade, wie ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, beim Trümmer Knauer Stand. Liebe Markus Heitz ist hier gerade, ich glaube, die Schlange hat jetzt ziemlich gelichtet, ist gerade noch beim Signieren. Da signiert der gute Mann fleißig. Und, ich glaube, das hat jetzt auch schon eine ganz schöne Weile gedauert. So. Aber jetzt so langsam fertig. Fertig mit der Welt. Ja, da war gerade die Jennifer Jäger oder Lisa Grimm. Aber die war gerade so schön beim Quatschen. Da wollte ich jetzt nicht zwischen rein stören. Hallo Jenny. Jo Leute, ich bin hier gerade ein ganz kleines bisschen am Chillen. Ich habe mir jetzt gerade vorhin um 5 Uhr mal Bratwurst gegönnt. Das heißt, wir essen nach dem Frühstück. Denn ich war irgendwie die ganze Zeit echt fett unterwegs. Ich habe zwar gar nicht so viel gefilmt, wie ich eigentlich wollte, aber ich glaube, ist doch schon einiges zusammengekommen. Und jetzt, kurz vor Messeende, hat es mich nochmal zum Sternensand-Verlag getrieben, der da gegenüber ist. Ich will mal nämlich noch den zweiten Teil von der lieben Caroline die hat gerade gewonnen. Den will ich mir nämlich jetzt noch holen und signieren lassen, weil ich weiß gar nicht, ob die Caroline morgen nämlich noch da ist. Deswegen muss ich das unbedingt noch machen. Ich glaube, da muss ich mal ganz kurz rüber filmen. Da hat jemand einen ganzen Stapel Bücher gekauft. Ich glaube, die von der Maya. Ja, die komplette Staffel, so wie es ausschaut, von Maya. Ja Leute, gerade ist die Sarah Lipperson. Schau mal. Auch eine Booktuberin beim Sternensaat Verlag hierher gekommen. Und ich glaube, die will vielleicht ein Interview machen. Bin mal gespannt. Bezaubernd, oder? Wunderschöner Tag, lassen wir heute wieder ausklingen beim Sternensand-Verlag. Ein paar Leute sind noch da, aber wir sind jetzt ganz kurz vor dem Ende angekommen. Es wird noch ein bisschen aufgeräumt und umgeräumt und das Ganze wieder frisch gemacht. Und, ja.
Ja, die werden morgen mit nach Hause gehen. So. Und oh Gott. Ich könnte ja, wenn ich wollte, also ich wollte, will ja eigentlich, aber ja, ist der Trolley wieder so schwer, dass ich bald wieder mit. Ach, hört auf. Fanny Bechert soll das sein, ja? Da steht das Original, vergleicht mal. So. Ja, Leute, auf jeden Fall war das ein richtig, richtig interessanter, richtig cooler Samstag, Messe-Samstag. Ganz schön was rumgekommen heute. So, ob das jetzt bei Luisa Neubauer, unheimlich wahnsinnig beeindruckende junge Frau. Ja, muss ich nochmal sagen, dass die das T-Shirt erkannt hat mit Free Ratcher war. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Die Frau hat mehr als was im Kopf. Beeindruckend, ehrlich. Dann überhaupt, das Treffen war zwar irgendwie, naja, waren nicht so viele Leute dabei, da, die ich kannte, aber wie auch immer, schöner Messetower. So. Ja, in diesem Sinne, ja, ich gehe jetzt mal ganz gechillt ins Hotel. Ja, in diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.